Ja, Sarolo, wir sitzen im Chambre séparée im Sonderzimmer neben dem Café Cotti. Das sieht aus, als ist es eine Mischung aus Wohnzimmer, Büro, Privatraum. Was ist das hier? Das ist, wie Sie geschildert haben, das ist mein Privatraum. Das ist Galerie, das ist Wohnzimmer. Und als damals, als Sozialarbeiter, habe ich hier Leute gehabt, die wirklich am Büro eingestellt war, dieser Raum, so also ein Stück war Büromöbel. Habe ich gemerkt, die waren immer geklemmt. Wo ich den Wohnzimmeratmosphäre gemacht habe, waren die plötzlich gelehnt und haben selbstverständlich angefangen, ihre Probleme darüber zu reden. Da habe ich gesagt, machen wir Wohnzimmer. Und das war sozusagen Reserve Sofa für den Kaffee. Und plötzlich haben wir gesagt, wir behalten das, weil die Leute sitzen gerne hier. Das ist Büro, ehrenamtliche Sozialarbeit mit verschiedener sprachlicher Herkunft, Menschen mit ihren Anliegen kommen. Und wir versuchen, den Mitte der Gesellschaft reinzuziehen und ihre Anliegen ermöglichen, durch ihre eigene Handlung zu lösen. Sozusagen, wir nehmen nicht Verantwortung weg. Die Probleme, die Verantwortung übernimmt der Klient. Wir ermöglichen den. Ob der Anwalt, ob der Arbeitsmarkt und. So ist es eigentlich nicht nur Kaffee, sondern Kaffee mit Sozialberatung oder wie nennen Sie sich? Kaffee ist zum Beginn, haben wir genannt. Das ist Kaffee, ein Teil. Auf der anderen Seite ist der ehrenamtliche Sozialarbeit plus den einen Begegnungsraum für die Vielfalt. Ein Begegnungsraum, der neue Ankömmlinge oder Schutzsuchende Möglichkeit, dass sie mit den Menschen seit langem hier leben, kommunizieren können, treffen können. Und das funktioniert so. Woher wissen die Leute von Ihnen, von dem Hinterraum im Café? Durch die sozialen Netzwerken, dass die alle untereinander, geh mal Café Cotti, gibt es da Leute, fragt man Erjan oder fragt man Işık oder Alper oder Imet, bestimmte Namen gibt es, fragt mal den, zum Beispiel jemand, der nur Arabisch redet, fragt den Imet, weil Imet kann Arabisch, ich kann ein bisschen, aber Imet ist muttersprachlich Arabisch. Und das ist so. Durch das soziale Netzwerk kommen die Leute. Damals, 2015, wo ich Café Coti Assos gegenüber Lesbos beim Aufbauen war, in diesen 6 Monaten gesehen, wie die Flüchtlinge wie Ente in dem Wasser springen, nach Bundesrepublik Deutschland kommen wollen. Damals durch die Gespräche habe ich gesagt, Leute, die haben geträumt. So ist der Schlüssel fertig, dass die Geld kriegen. Frau Merkel macht alles und Willkommenskultur sozusagen funktioniert. Da habe ich gesagt, Leute, ihr träumt, lasst das erst einmal. Das ist unsichere Weg, weil zwischen Assos und Lesbos, Schwarze Meer fließt vor meiner Küste aus und Mittelmeer fließt von unten nach oben Lesbos aus. Sozusagen, wenn man hier gehen möchte, man geht erst einmal so lang, danach so lang. Das ist diese 5 Meilen mit 24 Meilen. Und mit diesen kleinen Plastikbooten war es schwierig. Und da habe ich gesagt, wenn ihr Berlin schafft, komm mal im Café Coti. Wir versuchen uns euch behilflich zu sein. Und da habe ich dann erste Begegnung mit dem zwei Geschwister. Die haben mir gesagt, die sind mit anderen zusammen hier gekommen. 2015 noch anderen. Und dann ist auch die Eigeninitiative in dem Schutzsuchenden aus Syrien. Die haben verschiedene Initiativen hier gegründet. So ist dann eine Initiativen-Netzwerk auch entstanden. Wo ich 82 nach Kreuzberg oder nach Berlin gekommen bin, war mehrheitlich aus der Türkei kommende, menschenbewohnte Viertel. Und danach autonome Szene, dann Punk-Szene. So ist dann eine Subkultur, das wirklich untereinander funktioniert, nebeneinander funktioniert haben. Die haben nicht Kontakte aufgebaut, die haben keine Beziehungen, Freundschaften geschlossen. Aber jetzt, Kreuzberg sieht so aus. Kreuzberg selbst ein Begegnungsraum geworden für die Vielfalt. Und Vielfalt haben ja alle, ich, lange Kreuzberg,
Wohnen der Person und die anderen noch gemerkt, ist eine Ressource für uns. Ist Kreuzberg für Sie dann sowas wie ein Labor? Ja, Kreuzberg ist ein Labor für mich. In diesem Labor lerne ich, in dem Augenhöhe mit den Menschen zu begegnen. Begegne ich in dem Menschen in dem Augenhöhe, ohne Unterschiede und Defizite zu kommunizieren, lerne ich von dem auf der anderen Seite sehr vieles. Ob die jetzt Neuankömmlinge sind oder seit langem in Berlin oder Deutschland oder leben an den Menschen, ihre Realität. Ich höre zu. Und was die Menschen erzählen von sich selbst, nehme ich oft, bearbeite ich das. Und Kreuzberg in dem Sinne, wenn ich so begegnen kann mit den Menschen, ein Labor, ohne unterschiedliche Defizite zu kommunizieren, ermöglicht mir, Erdlinge zu werden. So ist dann, macht er meine Schublade kaputt. Meine nationale Bewusstsein macht er kaputt. Meine Glaubensidentität macht er kaputt. Meine Altsein, Jungsein macht er kaputt. Meine Schulsein, Lesbesein, Heterosein. So ist dann, was unsere Gesellschaft durch die Erziehung uns Schubladen geöffnet hat, in diesem Labor mache ich die kaputt. Ich beginne mit einer Frau. Aber die anderen Unterschiede spielte keine Rolle. Oder mit einem jungen Mann begegne ich. Aber es spielt keine Unterschiede, eine Rolle. In dem Gespräch lernen wir uns kennen. Sie sind ja offensichtlich von Geburt an ein Optimist. Ja, wenn man arme 14 geboren wird und irgendwie der Zukunft schwarz sieht, man bleibt in dem Slum. Aber wenn man die Zukunft wirklich für sich selbst hält und Träume hat, durch diese Träume positiv denken, lernt man in dem Slum. Und das habe ich gemacht. Ich könnte ja damals aus der Türkei, wo ich politisch aktiv war, auch Türkei verlassen musste, könnte ich negativ denken. Aber war Änderung für mich. Habe ich gesagt, gehe ich nach Libanon. Dann war ich plötzlich in Libanon. Da habe ich gesagt, jetzt nachdem Israel einmal steht, hat 82, da habe ich gesagt, welches Flugzeug da ist, steige ich denn ein? Wusste ich nicht, wohin fliege. Egal war für mich. Dann habe ich nicht Ost-Berlin haben gesagt, ich habe Ost nicht verstanden. Habe ich gesagt, ja, Berlin, okay. Dann bin ich Schönefeld gelandet. Und die haben gesagt, du fährst nicht mit anderen. Wir werden dich extra, weil ich 3-4 Leute waren, noch Kinder waren bei uns. Haben gesagt, jetzt fahren wir von Schönefeld Friedrichstraße. Habe ich gesagt, gut. Ich wusste nicht, wo die Friedrichstraße liegt. Und Berliner Mauer haben mir gehört, aber der alle habe ich nie erlebt. Sie wissen ja durch Ihre Gäste auch oder durch die Beratung viel, wo es auch brennt im Viertel. Wem der Schuh drückt, wen der Schuh drückt, wo der drückt. Arbeiten Sie eigentlich auch so mit dem Kreuzberger Bezirksamt zusammen, dass Sie da auch mal hingehen und sagen, also wissen Sie, da gibt es die und die Geschichte, können Sie was tun? Das habe ich mit Frau Hermanns zusammen, weil sie war ja meine Vorgesetzte in dem Jugendamt. Damals könnte ich mit ihr zusammenarbeiten können. Und sie hat mich auch gefördert. Sie hat mir diese Freiheit, die ich jetzt als Sozialarbeiter genießen kann, ermöglicht. Aber nachdem sie Bürgermeisterin geworden ist, unsere Zusammenarbeit, weil ich gedacht habe, sie ist meine Freundin. Aber was wir an dem Kreuzberg erlebt haben, und bei dem Begegnung plötzlich, dass die aus der Türkei kommenden Menschen nicht als Bürger wahrgenommen oder Emigranten, nenne ich jetzt, nicht Bürger wahrgenommen wird. Und deine Leute, meine Leute, eben in Diskussionen stattfindet. Deshalb mit Frau Herrmann habe ich dann gesagt, ich beantrage nie wieder Gelder. Die Menschen müssen doch lernen ohne Gewinn, weil eine Vertrauen gewachsen ist zu mir, dann will ich nicht mit dem Geld kaputt machen. Weil das kam der Letzte dann sehr schnell. Ercan bereichert sich durch unsere Probleme. Um das zu vermeiden, von dem QM, von Senatebene oder Bezirkebene keine Gelder beantragt. Aber ich habe bis Ende 2019 durch die Finanzierung von dem Bezirksamt, aufsuchende Elternarbeit und mobile Elternberatung gemacht. Das habe ich gemacht, das ist dann durch eine träge Jugend geworden. Und das war auch, da ist ja auch die Vertrauen von dem Kids geworden. Dann habe ich gesagt, jetzt mache ich Ehrenamt, weil ich werde nicht hinter dem Stunden oder hinter dem Geld reden, weil
Ich habe ja noch andere Beratungsstellen, zum Beispiel private Firmen, die aus der Türkei kommen. Die kommen zum Beratung hier. Wir können dann ihre Laden aufmachen oder wir können das Genehmigung kriegen für Bau, Umbau. Und so ist ein Übersetzer, Berater und kriege ich auch von dem Gehalt. Oder gibt es Firmen, die Paket tragen, Paketträger sind, denen wir ermöglichen, auch sozusagen Kundschaften, Amazon telefonieren. So für die, durch Deutschkenntnisse kann ich mit allen Kunden telefonieren, die potenzielle Kunden, dann kriegen die und bezahlen für den paar Stunden, die ich für die arbeite, vergütern. Ohne Karriere, mit meinem Dasein für unsere Gesellschaft, für die Nachbarschaft, für den Kreuzberger oder Berliner, irgendwas tun kann, machen kann, es ist eine Genugtuung. Und dieser Genugtuung reicht mir. Ich nehme mal einen einzigen Teil von unserer Demokratischen Republik, unsere Grundgesetzbasis, 1 bis 12, erlaubt mir, als Individuum, politisch kann ich denken, religiös und. Ich kann so sein, wie ich will, als Individuum. Diese individuelle Freiheit, dem will ich nicht opfern für ein Parteiprogramm. Dem will ich nicht opfern für den anderen Parteiprogramm. Und sage ich, lass die auch Imam so sein soll oder Kopftuchträger, wie sie sein soll. Und meine Tochter läuft mit Minirock oder ohne Minirock. Individuum entscheidet das. Und dass sie Konflikt kriegen, durch die Diskussion lernen die gegenseitig, ist egal. Kopftuchträger sagt doch zu meiner Tochter, du trägst zu Kurs. Meine Tochter sagt, es ist der Luft, das trage ich zu Kurs, deshalb. Aber du trägst ja auch heiße Kopftuch. Und das sage ich, und diese Unterschiede kommunizieren sich untereinander sowieso. Aber diese Islamophobie, was wir verursacht haben, wir denken, wir handeln politisch. Nein, wir verursachen die neue rassistische Strukturen zu denken und zu handeln. Als fortschrittliche Fraktion noch. Und da sollten wir wirklich, was wir tun, sagen, und das ist wirklich eine Fraktionenvorschlag, Verantwortung tragen müssen. Die können nicht irgendwie meine Freund Cem über den Kopftuch diskutieren und danach Minirock, klappt nicht. Ja, das kann man nicht, das sollte man lassen. Man sollte sagen, Kopftuchträgerin und Minirockträgerin, das ist eine Bereicherung für unsere Gesellschaft. Jedes Individuum soll sein, wie es sein möchte. Haben Sie diese große Toleranz auch, oder wie gehen Sie damit um, vor Ihrem Café? Ist ja bekannt, ist ein Teil der Drogenszene Berlins, aktiv, sichtbar, manchmal auch unangenehm. Stören Sie die oder haben Sie da auch so ein weites Herz? In dieser Café zum Beispiel, sei ich Dealer verboten, ist es an der Wende, steht auch auf dem Tisch noch. Dealer konsumieren dies und das. Ich finde, Drogen ist es der schädlich, weil physikalisch nicht schädlich ist. Psychisch macht sehr viele Menschen kaputt. Ich habe seit 30-jähriger Erfahrung im Kreuzberg gesehen, wie viele Jugendliche wir verloren haben durch Drogenkonsum. Manche Leute schildern das Gras, der Dope, dies und das, rechtfertigen, dass das gesund sein soll. Dann sage ich, Vater Stadt soll verkaufen, aber nicht der Mafia. Null Toleranz gegenüber Drogen in dem meiner Café. Und was passiert, ist der Provokationsraum. Weil der Stadtpolitik von Berlin, ist dieser Drogenraum damals Lummer verursacht hat, nach dem Bahnhofsgeschichte von Kindern vom Bahnhofsohr. Dann hat er angefangen zu handeln. Seine Handlung war, dass den Emigranten bewohnte Viertel Kreuzberg den Opfer gefallen. Und die Kreuzberger solidarisch mit dem Drogenabhängigen. So sind die Menschen, die hilfebedürftig sind, helfen die. Ermöglichen die Taschengeld, das und dies. Die haben Mitleid gehabt mit diesen neuen Akteuren. Und die neuen Akteuren, die sind hier. Wir sagen seit 2004 an dem Bezirksamt und Senat, die sind ganz unten, diese Konsumenten. Ob die Alkoholkonsumenten sind oder Drogenkonsumenten, hilft denen.
Schaff den Sozialräume, Hygieneräume, Fixräume. Schaff größere Räume, dass die Menschen menschenwürdiges Lebenssituation kriegen, Selbstwertgefühle kriegen. Ich bin wert, was ich mir tue, das ist, schadet nicht. Aber das ist nicht auf der Straße kriegen, diese Selbstwertgefühle, wenn wir den ernst nehmen, in dem Augenhöhe begegnen und denen einen Raum anbieten mit professioneller Sozialarbeit. Wir haben noch Träger, zum Beispiel Fixpunkt ist der wirklich seit 20-jähriger Erfahrung, die Kompetenz Träger gibt es. Was nicht gibt, handelnde Politik. Wir haben ein Gesundheitszentrum, seit 3 Jahren umgebaut wird. Aber geöffnet, ein bisschen mehr nicht. Wir haben so viele Politiker und Politikerinnen Zusagen gekriegt, dass sie handeln werden. Ich habe Frau Reinauer gesagt, auch wir regeln das. Herr Schuss hat gesagt, machen wir mittlere Insel. Frau Herrmann gesagt, wir machen ein Gesundheitszentrum. Aber halbherzig Handlungen durchgeführt werden. Toleranz gegenüber Dienern, null Toleranz bei mir. Wenn ich merke, dass Dealer, zum Beispiel unsere Dealer, sind unverschämt, die Oberhand gewinnen und die haben Angst verursacht in dem Lebensraum. Die Gebäude waren bis 2009 die Mieter beängstigt durch ihre Gewalt. Wenn jemand mit der Polizei geredet hat, haben die gedacht, wir machen ihre Tür kaputt. 2009 waren die ihre Türen kaputt. Die Leute haben Angst gehabt, über den Dealer zu reden. Damals hatte Frau Herrmann mich beauftragt, guck mal, Bedarfanalyse und unsere weiter, was passiert am Koti, selber eingesetzt. Da haben wir festgestellt, ist der Drogenhandel ist ein Problem in dem Koti. So ist ein ganze 4000 Leute, 4000 Familien, nur 349 Wohneinheiten hier und dann unten noch 150 Gewerbe. Und dann andere Gebäude zusammen, 4000 Familien betroffen. Und alle haben die gleichen sozialen Beschwerden gehabt. Nachdem haben wir dann mit den Familien zusammen, noch anderen zusammen, hier dem Problem laut geredet. Aber keine Lösung. Deshalb ist gegenüber Dealern null Toleranz. Keine Laden erlaubt, den zu verkaufen. Ich erlaube den nicht zu verkaufen. Kriegen die direkt Hausverbot. Und diese aber Toleranz gegenüber den Konsumenten haben wir. Konsumenten dürfen hier kommen, Toilette benutzen, Konsumenten dürfen hier aber nicht konsumieren. So sagen, ich lasse den Kaffee nicht als Drogenkonsumraum. Ich dulde noch nicht mal an dem öffentlichen Raum, dass man eine Joint raucht. Das ist für Toleranz. Weil ich weiß, gegenüber meinen Nachbarn habe ich Verantwortung. Wenn ein Nachbar oben sitzt und die ganze Zeit Jointgeruch nach oben geht, seine Kinder oder sie nicht mehr ihre Balkon genießen können. Deshalb null Toleranz. Kommt manchmal zu Ihnen auch die Polizei, der Streifenbeamte und sagt, können Sie mir helfen? Da ist jemand auffällig geworden. Haben Sie jemand gesehen oder so? Die Polizei weiß, dass ich mit der Polizei nicht kooperiere, weil die Vertrauen die Nachbarn nicht zu verlieren. Und ich mache als Sozialarbeiter meine Arbeit ohne Gewalt und Polizei ist Sozialarbeit mit Gewalt. Polizei muss seine Sozialarbeit mit Gewalt allein durchziehen, aber Kooperation sozusagen von uns kriegt er nicht, weil der riesige Vertrauensverlust gegenüber uns kommen wird, dann können wir selber als Gewaltopfer und werden. Die unten die Dealer uns respektieren oder zeigen Respekt dadurch, weil wir auch nicht mit der Polizei arbeiten. Die wissen ja, ich kann ja jedem mit dem Finger zeigen, von der Straße aufräumen lassen. Das wissen wir. Dass wir nicht tun, geduldig mit dem diskutieren, geduldig mit der Polizei diskutieren. Aber wenn die Polizei angegriffen wird, wir leisten Beistand, dass die Polizei nicht Gewaltopfer wird. Ja, und das tun wir. Das ist so, solidarisiert mit der Polizei, wenn da irgendwelche Leute wirklich den Flaschen, Steine oder Eisenstein, dies und das, dann leisten wir, weil wir haben es öfter hier erlebt, manche Polizeibeamten müssen auf den Boden fallen, weil die 2 Kollegen gekommen und die waren 10, 15 Banditen.
die haben nicht gereicht, bis der andere Polizeiwagen kommt, mussten die in dem Raum befindliche Gewerbe Zivilcourage zeigen. Ja. Reden Sie auch mit Imamen? Ja, kamen die auch Menschen, zum Beispiel jetzt diese Mittagsordnung untereinander, was Gecekondu realisiert hat, kamen sehr viele Leute, die religiöse Ecke, Kopftuchträgerinnen und religiöse Menschen, die haben zu mir gekommen, haben mir gesagt, was für eine politische Richtung. Habe ich gesagt, die sind nur Gläubige. Dann, die sind die Kreuzwerke. Ob der Kopftuch trägt oder mit Bart trägt, also, Imambart und Hajibart gibt es, ein bisschen anders aussieht. Die kamen, habe ich gesagt, die sind die Mieter, die brauchen die Solidarität und die zeigen Solidarität. Die nehmen erst einmal in ihre Leben im Kreuzberg Verantwortung. Und da gab es so, dann habe ich den Imam kam, dann hat er gesagt, meine Mumin ist der nicht Anhänger, dass die Leute, die hinter ihm beten, meine Mumin gern an diese teilen und zeigen die, irgendwelche Leute sollen an die komisch reagiert haben. Da haben wir dann auch mit den Leuten geredet, haben gesagt, die sind nicht politische Kraft, die sind als Kreuzberger und Gläubige. Wie christliche Glauben gibt es jüdische Glauben, jetzt gibt es islamische Glauben mit dem Teil. Aber die sind hier, machen die Tee, machen die Süßigkeit, lass den Raum. Und das ist auch wirklich sehr gut seit 10 Jahren, sehr gute Solidarität zwischen die unterschiedlichen Glaubens und Aussehen. Und mit dem Imam zum Beispiel, einer am Freitag gebet, ein Imam, der vor 2010, ich glaube, hat er mich geladen, hat er gesagt, ich kann über Drogen nicht viel reden. Kannst du nach dem Freitaggebet mit den Leuten reden, was die achten müssen? Wegen dem Haschkonsum damals war sehr, sehr hoch und der Hasch war wirklich gesteckt. Da habe ich dann nach dem Freitaggebet so über Drogen und Drogenhandel Rede gehalten und die Vater, Mutter und ähnliche Leute so gesagt, wie die ihre Kinder kontrollieren sollen. Kontrollieren, wie die Augen rot werden, wie das trockene Mund ständig Süßigkeit oder was er zu sich nehmen muss. Es hat diese Sachen geschildert. Da waren die dankbar und dann waren die öfters zu mir, irgendwelche Vereine oder irgendwelche Sachen, ob wir gemeinsam diskutieren können. Früher waren ja diese Dealer, ganze Stadtteil, Manteuffelstraße, Waldemarstraße, Hinterhöfen, überall gab es eine Dealerei. Damals diese Mutter setzen Grenzen und Mutter ohne Grenzen. Zwei Frauengruppen, Mamas wirklich selber durch ihre Handlungen, dieses Gebiet, die Waldemarstraße, Manteuffelstraße und das Marianestraße und Adalbergstraße, diese großen Höfen, Dealer freigemacht. Durch die mutterliche Aufgaben. Und das war sehr, sehr gut. Ein Jahr Arbeit, dann ist die da alle raus in dem Höfen. Aber das ist, was haben die denn gemacht? Die haben sich wie eine Taschenlampe genommen. Immer, dass es so sein, wenn es früh dunkel wird, die Dealer immer hinter dem Busch mit dem ihre Konsumentin oder mit dem Käufer-Verkäufer Begegnung gehabt, die Treffen gehabt. Die Frauen, die sind raus in dem Höfen mit den Taschenlampen, jede dunkle Ecke, jede hinter dem Busch heller gemacht oder laut gesungen und laut geschrien. Und dadurch, dass wirklich die da keine Ruhe gehabt haben, ein Jahr lang, und dass die den Raum oder die Höfe verlassen müssen. Und danach haben die Marianneplatz gemacht. So ist ein Umrum Marianneplatz. Die sind alles zusammen, alle Höfe raus, gesungen, Taschenlampen hingehalten und an den Spielplätzen, Fußballspielplatz und noch eine Kinderspielplatz. Alle haben durch diese Aktion. Noch eine letzte, auch Erinnerung. Ich habe Anfang der 80er Jahre, als Sie nach Deutschland gekommen sind, viele Interviews fürs Radio mit türkischen Frauen gemacht. Da hatte keine einzige ein Kopftuch. Das waren die Arbeiterinnen, die kamen, die bei Siemens und gearbeitet haben. Mittlerweile sind die ja alte Frauen. Sind die eigentlich hier geblieben oder sind die zurückgegangen? Die sind alle hier geblieben. Die sind alle, fast alle, Kopftuchträgerinnen geworden. 10%
tragen keine Kopftuch, weil in der Türkei, auch meine Mutter hatte als junge Frau nie Kopftuch getragen. Aber nach 45, plötzlich ist er an dem Glauben, sie war so Sahafis Gelehrte, und sie hat dann angefangen Kopftuch zu tragen. Erstmals schmuckmäßig, dann ist er gebunden und irgendwann hat sie noch nicht mal rausgegangen ohne Kopftuch. Es ist erste Generation aus. Sehr viele, jetzt fast 70, 75 Jahre alt, von dem 90% Kopftuchträger geworden. Damals haben die mit dem gemachten Haare, mit dem Minirock, Nylon, Strümpfe und die selbstbewusst, Dekolleté ist offen. Diese Frauen laufen der Zeit sich an diese Glaubensrichtung weiterentwickelt. Wenn ich Ihnen sage, Sie müssen aus Cottbus, wenn ich Ihnen sage, Sie müssen aus Kreuzberg wegziehen, können Sie sich das überhaupt vorstellen? Nein, weil ich fühle mich im Kreuzberg, im Heimat. Ganz Deutschland ist nicht leider meine Heimat geworden. Meine Heimat ist im Kreuzberg. Zu Hause fühle ich mich hier. Deshalb habe ich auch jahrelang, wo ich in der Türkei nicht fahren könnte, habe ich nie Sehnsucht gehabt. Aber wenn ich jetzt von Kreuzberg nach Spandau gehe, umziehe oder Hannover, werde ich wieder Fremde. Aber hier habe ich meine Tommy, meine Stefan, meine Freunde, Freundinnen, alles, das ist sozusagen zu Hause. Ich kenne jede Ecke hat mit mir Erinnerungen. Diese Erinnerungen machen hier einen Ort Heimat.